liebe Schwestern und Brüder, wenn wir die Evangelien anschauen, so sind wir schon gewohnt, aber das ist eine Geschichte des Versagens. Die Evangelien wurden geschrieben aufgrund der Predigt der Apostel. Es gibt keine anderen Quellen. Augenzeugen sind die Apostel, die Mutter Gottes und so weiter. Man hat das dann in den ersten Jahrzehnten gesammelt und so weiter. Deshalb sind auch die drei Evangelien, wo die zusammengeschaut haben, so synchron. Und dann hat man das niedergeschrieben. Und es ist eine einzige Geschichte des Versagens, die da geschildert wird. Also das heißt, die Leute müssen selber darüber geredet haben. Der Petrus und der Andreas, der Philippus und so weiter, die auch so blöd wegkommen im Johannesevangelium, weil sie dann blöde Fragen stellen. Aber das ist noch das geringste Übel, nicht? Also dann gibt es den Judas Iskariot, der um 30 Silberlinge ihn verrät, aus verschiedenen Perspektiven auch geschildert. Dann gibt es den, zu dem Jesus vor den Felsen von Caesarea Philippi gesagt hat, du bist der Fels und auf den werde ich meine Kirche bauen, der erbärmlich feige ist, dreimal aus Feigheit Jesus verrät. Da gibt es den Markus, der davonläuft, wahrscheinlich der Markus, der junge Mann, der da am Ölberg alles liegen und stehen lässt und mit Unterhose davonläuft, wie die Schergen kommen und so weiter, Niedertracht. Und zu diesen feigen Leuten kommt Jesus am Ostermorgen, das wird ja fast nur beiläufig geschildert heute im Evangelium, und er sagt zu ihnen, Friede sei mit euch, haucht sie an, ja, empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergibt, denen sind sie vergeben. Dieser Haufen von Leuten, die nicht fähig waren, zu Jesus zu stehen, dessen Wunder sie gesehen hatten, die nicht fähig waren, mit ihm zu wachen und zu beten im Ölberg. Eine Geschichte des Versagens. Lest Flavius Josephus. Ja? Das ist so wirklich eben jetzt, ich bin so schön, ich bin so toll, ich habe so meine Leute verraten, ich bin zu den Römern übergeraten, ich habe einen Selbstmord inszeniert, den nur ich überlebt habe. Lest die Geschichte, ist spannend. Das ist alles zeitgleich. Ja? Und dann eben diese ungeschmückte Geschichte der Sünde. Paulus, ich habe das vor Ostern ein paar Mal zitiert, hat diesen Satz im 5. Kapitel des Römerbriefes Pantes hemartesan auf Griechisch. Omnes peccaverunt. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Warum ist da so eine Lust gleichsam, die Sünde darzustellen? Warum so eine Lust, Niedertracht zu schildern, Feigheit zu schildern, Verrat zu schildern von denen, die ja nach Ostern zu Verkündern Jesu geworden sind. Liebe Schwestern und Brüder, weil sie etwas erlebt haben, das gleichsam die Folge dieser Niedertracht, dieser Sünde, dieser Feigheit ist, das ist die Barmherzigkeit Gottes. Die unermessliche Barmherzigkeit Gottes. Auch heuer, obwohl die Osternacht schon sehr früh war bei uns, aber mir geht es immer so, wenn ich das Exultet, das Lob auf die Osterkerze singen darf, da habe ich immer eine Gänsehaut bei dieser Passage, wo es heißt, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin? Und das wird eingeleitet mit dem Lobpreis, o unfassliche Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. Und heute wird uns dann noch eine zweite Form von Niedertracht geschildert, von Feigheit. Er ist deshalb auch berühmt geworden, der gute Ungläubige Thomas, weil ihm das Johannesevangelium eben so viel Raum hier eben auch gibt. Ja? Weil für Johannes ist der Unglaube ja die größte Sünde. Der Glaube gibt Leben und der Unglaube ist Sünde. Zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Erlöser, das ist Leben, das gibt Leben. Ja? Und deshalb bezeugt er es auch, heißt am Schluss auch, dass wir das Leben haben. Und alle, die ein bisschen in der Mittagmesse schon gehört haben, und ich predige, 5 Jahre machen wir das jetzt schon. Ja, und ich meine, ich bin ja auch nicht so, dass ich das immer neu erfinden könnte. Und außerdem, die Sachen unseres Glaubens sind doch so, dass man sie nicht immer neu erfinden muss, weil sie immer gleich sind. Ja. Und Leben heißt hier Zoe. Das ist dieses andere Wort für Leben. Wir haben im Deutschen nur eines. Bei uns meint Leben das biologische Leben, das an die Leiblichkeit gebunden ist. Wenn du zum Atmen aufhörst, dann ist der Bios vorbei. Ja? Aber eben jetzt, es gibt im Griechischen ein zweites Wort für Leben, das ist die Zoe. Ja? Und dieses Leben, diese Zoe, das ist eben der Glaube, der gibt das Leben. Damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen, heißt es am Schluss dieses Evangeliums, wo es um den ungläubigen Thomas geht. Und der Thomas ist ungläubig. Das ist das Erste.
Gott ist barmherzig zu allen, auch zu denen, die nicht glauben, aber er möchte sie zurückholen. Das Zweite, was wir heute betrachten müssen, das ist diese maximale Liebe. Also Jesus ist schon zweimal in der Geschichte der Welt, ja, hat Jesus gesagt, also die in der Kirche, die betonen mir das nicht. Privatoffenbarungen sind nicht etwas, wo Gott etwas Neues gibt. Ja. So wie ich mal noch in meiner Zeit in Heiligenkreuz einen Anruf von einer Dame hatte, die eben jetzt, sie möchte unbedingt mit mir sprechen, weil ihr ist Jesus erschienen und der hat ihr gesagt, dass die Mutter Gottes jetzt eben, das muss dogmatisiert werden, also dass sie jetzt die vierte in der Dreifaltigkeit ist. Dann habe ich gesagt, na also, dann hat Jesus, kann er nicht rechnen, Jesus, der ihnen erschienen ist, weil Dreifaltigkeit, da passen eben dann nicht vier rein. Ach so, aha, dann war sie schon zufrieden mit dieser Antwort. Also, Privatoffenbarungen, das bringt nichts Neues. Ja? Man muss immer aufpassen, nicht? Also, Mohammed war der Überzeugung, dass der Koran die letzte Offenbarung ist. Deshalb ist alles, was vorher ist, ist. Hat er umgeschrieben auch, die Bibel und so weiter. Nicht? Die Mormonen, die haben ein drittes Buch eben zum Alten und Neuen Testament dazu gefunden in Amerika und so weiter. Nicht? Für uns ist alles abgeschlossen mit dem Tod des letzten Apostels. Die Fülle der Offenbarung ist da und eine Privatoffenbarung bringt nichts Neues und wird von der Kirche unter diesem Kriterium auch beurteilt. Ist da irgendwas drinnen, was wir bisher nicht geglaubt haben, dann kann es nicht echt sein, liebe Schwestern und Brüder. Ja? Oder ist da etwas, das da war in unserem Glauben, aber das wir übersehen haben. Und im 17. Jahrhundert, da waren in Frankreich die Jansenisten, die haben gesagt, Jesus ist nur für die Superfrommen gestorben. Ja? Für die Auserwählten ist er gestorben. Ja? Und Jesus kommt da im Paräleumonial, Ratsch, Brust auf, Herz raus, mein Herz brennt vor Liebe zu allen. Ja? Nicht nur für ein paar, für alle. Sein Herz brennt. Ja. Und Jesus hat das noch einmal gemacht, diese Barmherzigkeit betont gegenüber der polnischen heiligen Schwester Faustina Kowalska. Ströme der Gnade fließen am Kreuz aus seinem Kreuz, fließen aus seinem Herzen am Kreuz, Ströme des Lichtes und der Liebe schießen aus seinem brennenden Herzen in Paräleumonial und Strahlen der Gnade kommen aus seinem Herzen bei Schwester Faustina Kowalska. Es geht immer um dasselbe. Die Barmherzigkeit Gottes ist unermesslich. Sie kennt keine Grenzen, keine Einschränkungen. Die Einschränkungen machen wir, wenn wir sie annehmen oder nicht annehmen. Gott liebt alle. Er liebt wirklich alle. Ja? Da steht dreimal auch im Neuen Testament, dass er für alle gestorben ist. Wir müssen es freilich annehmen, sonst werden aus den allen eben nur viele. Beim letzten Abendmahl sagt Jesus für die vielen, weil sie eben nicht alle annehmen, diese Liebe, die Gott jetzt eben schenkt. Das ist das Zweite, was wir heute bedenken müssen, für alle. Also ich mache da immer die Übung in der U-Bahn, wenn ich in der U-Bahn fahre. Da schaue ich mir die Leute an und denke mir, Gottes Willen, wie weit bin ich von der Liebe Jesu weg? Diese Verrückte oder dieser Verrückte oder der da oder wie der komisch ist und wie der tätowiert ist und was weiß ich was, denke ich, Jesus, für die bist du alle gestorben. Ja? Und das ist noch relativ harmlos, weil in den Zeitungen begegnen dir nicht nur Leute, die komisch ausschauen, ja, mit denen du wohl keinen Abend verbringen möchtest, sondern es ist die Welt voller Verbrecher und Hass und Mörder und Kriegstreiber und Terroristen. Und Gewalttäter, liebe Schwestern und Brüder, für alle. Ja? Jesus meint alle. Das ist der Gnadenfluss. Und das Dritte und Letzte ist, diese Barmherzigkeit Gottes uns gegenüber ist real. Das war jetzt eine sehr schöne Pilgerfahrt. Es war nicht möglich ins Heilige Land, so wie ich es eigentlich versprochen habe, dem lieben Gott, dass ich einmal im Jahr eine Pilgerfahrt in das fünfte Evangelium unternehmen möchte. Denn wer die Stätten sieht, wo Jesus gelebt, gelehrt, gepredigt hat, wo er in die Welt gekommen ist, in Nazareth, wo er geboren wurde, in Bethlehem, wo sein Kreuz eingerammt war, der Felsen Golgatha, wo er gelegen ist, das Felsengrab, das leer ist, das ist eine eigene Form von Glaubensvertiefung und Verkündigung. Aber das war nicht möglich und so sind wir nach Rom gefahren.
Und dort begegnest du auch eben jetzt in der Geschichte, ja, dem, was Gott in die Geschichte eingestiftet hat, an Konkretheit, zum Beispiel auch der Petrus, nicht? Der jetzige Papst Franziskus, der sich sehr gerne für Werbemaßnahmen für unser Missio-Herz, wie ich euch zeigen werde, zur Verfügung gestellt hat, liebe Schwestern und Brüder. Also das ist alles ganz real eben jetzt, die, was Gott eingestiftet hat an Barmherzigkeit. Und deshalb möchte ich euch auch zum 385. Mal oder was weiß ich was einladen, bitte nehmt das in euer Leben hinein, die Konkretion, die sinnliche Konkretion der Barmherzigkeit. Warum hat Jesus uns sein Herz gezeigt? Warum hat dann die Margareta Maria Alacoque das Bild von Jesus mit dem brennenden Herzen malen lassen und gesagt, wer dieses Bild in der Wohnung aufhängt, dessen Wohnungen werden gesegnet, weil wir das Sinnliche brauchen? Warum ist er der Schwester Faustina erschienen und hat dieses Bild eben jetzt dann auch malen lassen, von dem es zwei Ausgaben gibt, die in Lettland gefällt mir übrigens besser, für die habe ich Propaganda gemacht, eben jetzt. Also warum das? Weil wir das brauchen, auf Jesus hinschauen. Wenn du zu den lebendigen Kirchen kommst, ich war gerade in Mosambik, wo in jeder Kirche, manche auf Berghügel sogar, große Bilder vom barmherzigen Jesus stehen, dann weißt du auch, warum die Menschen dort einen festeren, einen größeren, einen innigeren, einen intensiveren Glauben haben. Sie sind nicht besser als wir, ja. Aber sie wissen, dass sie nur von der Barmherzigkeit Gottes leben können. Liebe Brüder und Schwestern, also lasst uns heute den Sonntag der Barmherzigkeit feiern, indem wir auf Jesus schauen, der alle Menschen liebt, sogar mich und dich. Amen. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und bleiben Sie mit uns verbunden.